Kommt vielleicht noch. Abgeschlossen. Also das mit der Seide. Jetzt müssen wir doch die Robe zu Garba bringen. Zwergendienste können wir später abschließen. Aus der Tiefe und Amra und Lea sind so mein nächstes Ziel. Oh, Schattenwelt noch. Machen wir erstmal Schattenwelt schnell. Und ja, ich merke, ich überziehe schon wieder ein bisschen. Kommt davon, wenn man trödelt. Und ja, ich habe nur noch einen Stein des ewigen Feuers. Seid gegrüßt. Ist es vielleicht dieser Ring, den ihr meint? Unfassbar, der Schattenring. Er sieht tatsächlich so aus, wie mein Meister ihn beschrieben hat. Aber es ist nur ein gewöhnlicher Ring aus Silber. Von ihm geht keine Kraft aus. Ihr habt recht. Ihm scheint keine Macht innezuwohnen. Und doch sieht er aus wie der Schattenring. Ich muss Rigur befragen. Rigur? Einer der wenigen, die es außer mir wagten, die Schatten zu studieren. Er war auf der Jagd nach einem abtrünnigen Nekromanten. Dann verschwand er, irgendwo in den Düsterlanden. Die Düsterlande? Dorthin wird mich mein Weg wohl ohnehin führen. Ich nehme den Ring mit. Wenn ich Rigur finde, werde ich ihn dazu befragen. Tut das. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich spüre, wie meine Zeit verrinnt. Oh, da ist auch Flink. Fällt mir jetzt gerade erst so auf. Ich hab nichts gesehen. Er ist da lang gelaufen. Moment mal, euch kenne ich doch. Ja, der größenwahnsinnige Held. Ihr erinnert euch? Natürlich, das Grauschattental. Die Untoten. Und ihr habt uns da rausgehauen. Es wundert mich, dass ihr überhaupt etwas davon mitbekommen habt. Ihr habt euch ja recht schnell aus dem Staub gemacht. Die Geschäfte, mein Freund, die Geschäfte. Was eure Geschäfte angeht. Ja. Ich habe euren Freund Cassius Demer gefunden. Oder besser, wie ihr es ausgedrückt habt, was von ihm übrig war. Ah, das ja. Und? Er hatte dieses goldene Bruchstück bei sich. Was? Das ist alles? Dreimal verflucht. Jetzt bleibt nur noch Veit. Veit? Er muss den letzten Teil des Schlüssels haben. Aber jetzt komme ich nicht mehr an ihn ran. Ich hätte ihn fast gehabt. Jetzt hat er mich ausgetrickst. Und nun sitzt er wieder gut bewacht unter seinen Leuten. Verflucht. Wenn ich könnte, ich würde ihm sein Herz rausreißen. Aber was kann ich schon gegen seine Söldner ausrichten? Ihr nichts, aber ich. Ihr? Das sind mindestens 2 Dutzend harte Söldner. Die fressen euch zum Frühstück. Ich bin ein Runenkrieger. Vergesst das nicht. Des Wahnsinns fette Beute, das seid ihr. Aber gut, wenn ihr so verrückt sein wollt. Veit und seine Bande haben sich im Schattenhain breit gemacht, jetzt wo die Elfen weg sind. Sucht ihn und gerbt ihm das Fell. Er besitzt genauso ein Bruchstück wie Cassius. Bringt es mir. Ja. Damit hat sich Flinks Quest aktualisiert und auch die Schattenwelt. Ja. Castagir glaubt, dass Rigor, ein anderer Nekromant, weiß, wie man dem Schattenring seine Macht zurückgeben kann. Er befindet sich in Fardonsheim in den Düsterland. Und Trickster? Veit und seine Bande von Söldnern haben sich im Schattenheim verschanzt. Flink will das Bruchstück, welches Veit besitzt. Das sind aber eher so Nebenquests, die wir machen, sobald wir den Phönixstein haben. Weil für Veits Truppen brauchen wir wieder eine Armee. Dürfen wir mal wieder ein bisschen mit Menschen rumspielen. Jetzt bringen wir aber noch Garba die Robe und dann machen wir einen Cut. Habt ihr die Robe flicken lassen? Ja. Hier. Ich habe die Robe flecken lassen. Vielen Dank. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch tun sollte.
Aber jetzt will ich euch nicht länger behelligen. Ihr habt mir wahrhaftig genug geholfen. Viel Glück auf euren Reisen. So, den Zauberwerk haben wir jetzt auch abgeschlossen. Yay. Ach, wobei. Sagen wir so, wir haben jetzt so weit überzogen. Ich kann auch... Gucken wir mal. Ich kann wahrscheinlich jetzt noch nach Lianon reisen und mit Shanmuya auf jeden Fall reden. Für die Amra und Lea Quest. Und wahrscheinlich aus der Tiefe, also Utwins Geist, auch noch besiegen. Dann ziehen wir dazu erstmal unsere Jungs ein bisschen an. Du bist ein Schildträger, also bräuchtest du auf jeden Fall eine Einhandwaffe. Oder? Ja. Große Klingen oder große Schlagwaffen. Na gut, du kriegst den Hammer hier. Das hier sind alles Zweihandwaffen. Den Schild von Tvornik kriegst du. Komm, du kriegst den Reißer Fellwamps. Dafür kriegst du Hartlederbeinschienen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. Haben wir nichts Besseres als ein Dämonenschild? Nein. Den Rest kannst du nämlich alles nicht tragen. Und ringmäßig. So einen initiierten Ring. Haben wir irgendwas, was noch Stärke und Ausdauer? Ja, okay. So, nur zu dir. Machen wir das Ganze reverse gerade. Lehrlingsring. Knochenring. Und ein Ring des Erzmagiers, das ist praktisch. Obsidianmaske des Erzmagiers. Spinnenseitenrobe, Robe des äußeren Zirkels. Ja, das ist dann das Beste, was da hinhalten kann. Lavagesteinsschild. Und da du Klingenwaffen tragen kannst. Wobei, du kannst Schlagwaffen tragen. Dann kriegst du so einen Knüppel noch. Gut. Dann reisen wir mal nach... Flup. Lianon. Beschwören da unsere gesamte Truppe. Geben Shanmuir ihren Brief. Ah, ihr seid zurück. Ich habe hier einen Brief und ein Schmuckstück von Lea. Oh, Lea. Ja, dieses Kleinod gehörte ihr. Ich hatte es ihr zu ihrer Hochzeit geschenkt. Lasst mich bitte sehen, was in dem Brief steht. Meine liebe Schwester, ich schreibe dir nun, da ich am Ende meines Weges angekommen bin. Mein Gemahl begehrt weder mich noch den Reichtum unseres Hauses. Einzig das Pfand der Götter war es, das er für seine magischen Werke von mir wollte. Ich hoffe nur, Amra ist weit weg und reitet wie der Wind, auf dass mein Gemahl ihn nie finden möge, denn sein Zorn ist grausam. Als er herausfand, dass ich das Pfand vergeben hatte, folterte er mich und suchte mir mit dunklen Kräften zu entreißen, wo es verborgen ist. Sein Abschiedsgeschenk war ein dunkler Fluch,
der mich nun langsam zugrunde richtet. In dieser letzten Stunde hoffe ich, dass du vom Zorn meines Gemahls verschont bleibst. Und solltest du diesen Brief je erhalten, dann warne Amra. Gib Turgar Nachricht, alte Waffenbrüder finden immer zueinander. Denn wer weiß, wann mein Gemahl seine Spur findet. Möge ihm ein besseres Schicksal gewährt sein als mir. Turgar? Turgar, der Fischer, war einer der Waffenbrüder Amras. Sie waren wie Pech und Schwefel, Krieger und Söldner, sogar ein Dunkelelfer unter ihnen. Befragt Turgar, wenn ihr mehr über Amra wissen wollt. Ich werde mich dem Andenken meiner Schwester widmen. Okay. Gut, Amra und Lea wurde aktualisiert. Wir haben wieder zwei Gegenstände verloren. Ja. Sprecht mit Turgar in Lianon. Vorwärts! So, wir sollten jetzt eigentlich mit unserer Heldentruppe stark genug sein, um den letzten Geist zu bezwingen. Also Utwin. Die Rune befiehlt. Verzaubern, Schockwelle und beschützen. Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Zu euren Diensten. Bereit. Und los. Mir nach. Und los. So. Aus der Tiefe. Ja, Utwins Geist ist besiegt und wir können den Ring, den wir gerade gekriegt haben, auch noch abgeben. Oder liegt er jetzt hier rum? Ja, Utwins Ring. Ah, ihr seid es. Oh, damit ist das auch sogar abgeschlossen, das aus der Tiefe. Ja, wir dürfen Utwins Ring behalten, gut. So, dann reden wir noch mit unserem Fischer. Willkommen zurück. Ihr wart einst Amras Waffenbruder? Alte Zeiten, alte Wunden. Man sollte das auf sich beruhen lassen. Heute bin ich nur noch Fischer. Was ist aus Amra geworden? Hat er Lea je gefunden? Ich weiß es nicht. Er war damals wie von Sinnen. Wir haben ihn alle gewarnt, haben ihm gesagt, dass der Magier zu mächtig ist. Aber er wollte nicht hören. Ihr habt euch zerstritten? Ja, die meisten von uns blieben hier. Nur Craig, der Dunkelelf, hat ihn begleitet. Sie zogen in die Düsterlande und verschwanden darin. Aber soweit ich weiß, ist Craig noch am Leben. Ich hörte, er wäre wieder nach Osten gegangen, ins Land der Dunkelelfen, jenseits des Wildlandpasses. Wenn einer weiß, was aus Amra geworden ist, dann er. Viel Glück bei eurer Suche. Ich muss mich jetzt wieder um meine Netze kümmern. Okay. Neuer Anhaltspunkt zu Amra und Lea. Craig und Schalach ist die letzte Hoffnung. Turgar behauptet, nur Craig könne etwas über Amras Aufenthaltsort wissen. Wenn er nichts weiß, sind alle Anstrengungen umsonst gewesen. Um ihn zu treffen, ist eine Reise in die südliche Gottmark vonnöten. Ja. Und da kommen wir noch nicht hin. Da sind ja, wenn ihr euch richtig erinnert, noch immer die Eisernen im Weg. So, wir reisen jetzt ins Vor von Fahlumsheim zurück.
Hier ist ja jetzt mittlerweile Friede und alles eingekehrt. Aber bevor wir weitermachen, speichern wir hier. Und jetzt gibt es endlich einen Cut. Also, bis gleich.